Ein kleiner Disclaimer. Diese Folge wurde aufgenommen auf Kassette in einem Park. Und das auch nur 5 Kilometer entfernt vom Flughafen Tegel. Das heißt, ihr werdet sehr viel Wind hören, sehr viel Flugzeuge und auch einen Hubschrauber. Ihr könnt gerne ein Trinkspiel daraus machen. Und kombiniert mit der Kassette. Wir sind da nicht ganz zufrieden mit und werden das so auch nicht nochmal machen. Ein Huhn, das fraß, man glaubt es kaum, die Blätter von dem Gummibaum. Dann ging es in den Hühnerstall und legte einen Gummiball. In diesem Sinne, genießt die neue Folge und tut euch morgen selbst was Gutes. Ich genieße gleich eine heiße Tasse Schokolade. Herzlich willkommen zur 87. Ausgabe des V100-Podcast. Hier sind der Luis und der... Und Steffen, hallo liebe Zeitreisende. Und wir sitzen draußen unter der Sonne. In Rehberge, aber das dazu gleich. Ja, und die Folge heute gliedert sich wie folgt. Wir beginnen mit den... Hausmeisterthemen, wie immer begrenzt auf 2 Minuten. Ich werde gleich meine Eieruhr stellen. Danach? Danach reden wir über die aktuellen Themen, nur dass diese 100 Jahre alt sind. Der Name ist Programm, V100. Ja, und dann kommt noch der Totholzteil. Du sprichst mal wieder aus dem Tagebuch von Harry Graf Kessler und ich über vergessene Stimmen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit den Hausmeisterthemen. Steffen, ich bitte dich, deine heißgeliebte Eieruhr. Die Eieruhr kommt heute aus dem von der Online-Seite meines Vertrauens und ist gestellt auf 2 Minuten und läuft jetzt. Denn 2 Minuten, denn wir Podcaster reden gern über sich selber. Ja. Und das wollen wir begrenzen. Wir sind heute draußen hier in Rehberge, da ja auch wahrscheinlich gerade ein Flugzeug, was ihr hier hört. Genau, Flugzeug ist über uns. Wir haben wieder unser Zoom H5, unser digitales Aufnahmegerät und mein portables Kassettendeck, das Sony TCD5 Pro 2. Und nehmen die Folge parallel digital und analog auf. Und wenn alles gut klappt, werden wir die analoge Aufnahme verwenden als Mastertape, um dann daraus die Folge zu schneiden und auch hochzuladen. Ja, es sieht hier auf jeden Fall sehr lustig aus. Wir sitzen hier auf so einer Decke und da ist einmal dieses gigantische Tape-Deck, dann das Zoom H5. Du hast dein iPad in der Hand, ich mein Telefon. Überall sind hier Mateflaschen und auch noch eine Tastatur. Ja, und also die Leute müssen auch denken, was machen die da und sind die aus der Charité ausgebrochen? Oder aus der Psychiatrie oder ja, so. Jedenfalls, wir geben hier mitten im Park einen sehr schönen Anblick, haben alle lesen oder sonnen sich und wir sitzen hier und sehen so beschäftigt aus und tun noch wichtig. Ja, und deswegen, wahrscheinlich werdet ihr auch ein bisschen mehr Windgeräusche hören als sonst, ist wirklich sehr, sehr windig. Wir müssen gleich mal gucken, ob es so funktioniert, aber je nachdem... Mhm. Wir werden sehen, das wird schon. Ich habe ja auch so eine Kachelmann-Gedächtnissocke auf dem Mikrofon drauf. Ich auch, ja, selbst gebastelt. Und ich würde auch sagen, wir lassen jetzt die Hausmeisterthemen sein und beginnen mit den Themen von vor 100 Jahren. Ich habe doch noch 25 Sekunden, Luis. Ja, egal. Du kannst doch nicht sagen, dass Podcaster viel zu lange über sich reden und dann vor den 2 Minuten abbrechen. Doch, ich kann. Aber ich werde wenig, ne, wie hat Julius Caesar gesagt, ich kam, ich sah, ich siegte. Und er kam und sah und stoppte. Das Lustige ist nur, dass der Steffen einfach weiterredet und die 7 Sekunden noch runterlaufen ist. Sehr, komm jetzt. Themen von ein paar 100 Jahren. Luis, okay, möchte damit aufhören. Ereignisse aus der Zeit von vor 100 Jahren. Im Westen ist die Frühjahrsoffensive aktuell zu einem Stillstand gekommen, aber noch nicht beendet. Und im Osten ist Frieden. Trotzdem sind noch 1 Million deutsche Soldaten dort und letzte Woche, in der letzten Folge wurde ja die Krim eingenommen von den Mittelmächten und dort passiert viel. Wir haben auch mal zur Abwechslung was Neues, nämlich einen Friedensvertrag. Ja, und zwar zwischen wen, Steffen? Zwischen dem Deutschen Reich, besser gesagt zwischen den Mittelmächten und Rumänien. Und da, der hat einen ganz bestimmten Namen, dieser Friedensvertrag. Und zwar, das ist der Friede von Bukarest. Und da werden einige Dinge geklärt, unter anderem auch die Lebensmittelversorgung von Rumänien. Ja, weil die müssen jetzt Lebensmittel an die Mittelmächte liefern. Außerdem müssen Gebiete abgetreten werden an Österreich, Ungarn und Bulgarien. Vielleicht nochmal zu Rumänien. Wir erinnern uns, 1916 sind sie
in den Krieg eingetreten nach Seiten der Alliierten, nachdem sie jahrelang umworben wurden von beiden Seiten. Und man hat sich davon eine entscheidende Wende im Krieg versprochen. Tatsächlich wurde Rumänien innerhalb von wenigen Wochen von den Mittelmächten erobert und besiegt. Und jetzt gab es halt diesen Friedensvertrag. Und was hierbei noch wirklich zu erwähnen ist, dass das Parlament in Rumänien den noch nicht ratifiziert hat und wartet, wie sich der Krieg entwickelt und noch Zeit spielt. Ja, kurz danach fangen allerdings gewaltige Lebensmittelversorgungen an. Mhm. Werden Fleischmassen und auch sehr viel Getreide wird von Rumänien auch nach Deutschland geschickt, denn wir wissen ja, im Deutschen Reich herrscht Lebensmittelknappheit. Ja. Gut. Nächste Meldung. Und zwar der Papst sagt, ich werde keine Friedensinitiative mehr unternehmen. Der Papst hat die letzten Jahre immer wieder versucht, so einen Frieden zu helfen zwischen den verfeindeten Machtblöcken. Ja, vor allem im letzten Jahr. Er erwarte nunmehr von Gott allein das Ende des schrecklichen Krieges. Das finde ich auch eine interessante Verhaltensweise vom Papst, der sich dahin stellt und sagt, also ich habe jetzt hier das letzte Jahr mein Bestes gegeben, ab jetzt liegt es in Gottes Hand. Richtig. Wie soll ich sagen, ehrlich? Ehrlich, es klingt aber auch so ein bisschen wie mi, ihr hört mich nicht an, mi. Ja. Jetzt halte ich mich hier raus. Wir können sagen, wenn der Papst solche Aussagen trifft, nicht gut. Nee, also wenn schon der Papst sich nicht mehr um Frieden kümmert. Weil er sagt, vergiss es. Ja, das ist nicht gut. Dann haben wir noch eine Meldung vom 19.05. Ja, heute ist ja der 19.05.2018, vor 100 Jahren der 19.05.1918. Korrekt. Und da gab es einen Großangriff auf London. Ja, liebe Zeitreisende, wenn ihr also heute vor 100 Jahren in London unterwegs seid, Obacht, denn Es ist Bombenwetter. Den Witz hat doch noch nie jemand in der Weltgeschichte gebracht, Luis. Ja. Ja, die Deutschen greifen an, tatsächlich mit Bomben, am helllichten Tag. Und ich habe ein bisschen mal nachgelesen, was die jetzt eigentlich so mittlerweile für Flugzeuge da so haben. Der Luis hält sich ein Stück Pappe als Windschutz vors Gesicht. Und ja, also die Deutschen haben tatsächlich jetzt ein Modell namens Fokker D7. Und was würdest du so schätzen, Luis? Ich weiß von dir, dass du den Artikel ja nicht gelesen hast. Du fragst mich auch immer, was würdest du schätzen, Steffen? Jetzt frage ich dich mal. Was würdest du schätzen, wie schnell so ein Jagdflugzeug 1918 fliegen kann? 180. 200 Kilometer pro Stunde. Na? Warst du nah dran? Ja. Okay. Ich habe doch Empire gespielt, als ich Kind war. Da war ja auch die Biografie. Ach so, natürlich. Der Luis hat sein gänzliches Wissen nur aus diesem einen Spiel. Empire Flying Course. Sehr zu empfehlen. Und man kriegt eine Autobiografie von Manfred von Richthofen. Ja. Umsonst dabei. Das war jetzt natürlich eine scherzhafte Bemerkung. Du hast dein Wissen auch aus anderen Büchern. Alles gut. Genau. Und sie haben auch einen Bomber namens Gotha, richtig? Genau. Ja, der Gotha-Bomber, der war das. Doppeldecker ist das, Langstreckenbomber. Ja. Hm? Und der fliegt 140 Kilometer die Stunde schnell. Und jetzt frage ich dich nochmal, was würdest du schätzen, wie viel Kilogramm Bomben der tragen kann? 400. 600. Verdammt. Ha. Aber gut geschätzt. Also ich hätte nicht so viel geschätzt. Ich hätte so 200 Kilogramm hätte ich geschätzt vorher. Das ist so gerade das Nonplusultra der deutschen Luftwaffe. Aber auch weltweit, also die waren extrem modern. Genau, also die sind extrem modern und wir können mal zu den Franzosen gucken. Kennst du da auch den Doppeldecker, einer der berühmtesten? Nee, den weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ehrlich gesagt. Breguet XNB2. Okay. Also auch ein Doppeldecker, der kann bis zu 6 Kilometer Höhe steigen. Mhm. Und ist auch 200 Kilometer pro Stunde schnell. Mhm. Und damit probieren die also auch die Gotha abzuschießen. Mhm. Und wie sehr die Flugzeugindustrie, also wie sehr das Flugzeug als Waffe auch sich behauptet im Krieg, sieht man auch an den Zahlen. Zum Beispiel bei Frankreich 1914 haben die über 540 Maschinen gerade mal so gebaut. Mhm. 1918 sind schon 24.652 gewesen. Ja.
Und genau in diesem Augenblick hören wir ein Flugzeug im Hintergrund. Ist das nicht ein Timing, Luis? Ja, was ich faszinierend finde, die sind ja in den Krieg gezogen. Da gibt es Bilder von französischen Kürassieren. Das sind Kavallerieeinheiten mit einem Harnisch, also einem metallenen Körperpanzer und Speeren. Und mit den Dingern sind die in den Krieg gezogen, ne? Und jetzt 4 Jahre später haben wir strategische Bomberverbände. Also ich finde es schon technisch eine Leistung, mit einem Flugzeug über 200 km/h schnell von Deutschland aus nach London zu fliegen und 600 Kilogramm Bomben abzuwerfen. Ja, das Flugzeug wurde auch tatsächlich eingesetzt während der Schlachten, um von oben eine Art Überblick zu bekommen und mittels nicht ganz so trivialer Mitteilungstechnik wurde es denn erreicht, den Leuten am Boden zu sagen, wo sie jetzt angreifen sollten. Ja. Das ist auch, das stellt man sich gar nicht so vor, ne? Erster Weltkrieg, da denkt man zwar schon an Bomben und all sowas, aber dass das Flugzeug an sich doch so eine entscheidende Rolle auch mitspielte, Wahnsinn. Und die hatten noch Massenvernichtungswaffen, die hätten ja genauso gut Giftgas in die Bomben schmeißen können. Das hat zwar keiner gemacht, aber wäre technisch möglich gewesen. Also die hatten schon damals extrem weite technische Mittel, um sich gegenseitig kaputt zu machen und standen auch vor den gleichen moralischen Fragen wie heute. Ja. Absolut. Und damit würde ich sagen, beginnen wir mit dem berühmt-berüchtigten Totholzteil. Geplagt von zahlreichen Windproblemen, Harry Graf Kessler, der James Bond aus der Zeit von vor 100 Jahren, unsere alte Eule, der Harry. Ja, er war die letzten 2 Wochen aus der Zeit von vor 100 Jahren, war er durchgehend immer noch in der Schweiz, um für die Mittelmächte Marketing zu betreiben, um Kulturpolitik zu betreiben und seine Kontakte mit den Westalliierten zu knüpfen. Und der erste Eintrag, den ich euch erzählen möchte, ist der vom 8. Mai, wo er erzählt, dass gestern der Friede mit Rumänien unterzeichnet worden ist. Und das scheint ihr nicht so wichtig zu finden, weil mehr als diesem Satz erwähnt ihr in seinem Tagebuch nicht dazu. Ja, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich hier echt mit dem Wind zu kämpfen habe. Ich halte ihm hier ja auch das Case von unserem Mikrofon vor das Mikrofon. Dann hat er einen interessanten Satz, und zwar, er trifft auf deutsche Juden. Mhm. Und ich finde das irgendwie, also ich möchte einfach nur sagen, ich zitiere das, was so wortwörtlich in diesem Tagebuch steht. Das hat nichts mit meiner persönlichen Meinung zu tun. Ist aber interessant, wie er das beobachtet, weil er ist ja, wie wir wissen, also wie ich jedenfalls finde, ein sehr guter Beobachter. Ja. Später waren wir mit Hadis aus Hamburg zusammen. Merkwürdig, wie gut diese deutschen Juden in jede internationale Gesellschaft hineinpassen. Vielleicht, weil ihr Unterschied gegen Deutsche genauso groß ist wie gegen Engländer, Franzosen, Amerikaner. Sie stehen überall im gleichen Kontrast. Mhm. Im Hintergrund von dem, was später passiert ist, fand ich das interessant. Also, dass er trotzdem, also, dass er, selbst er, der für mich auf keinen Fall Nazi ist oder der rassistisch denkt, im Gegenteil, er ist eher so ein linker Intellektueller, der trotzdem sehr nationalstolz ist, so würde ich ihm bezeichnen, dass der nochmal auch Unterschiede von den normalen Deutschen zu dem Deutsch-Juden hier beschreibt. Kam ja auch nicht plötzlich 1933. Das hat sich ja alles aufgebaut und war auch, glaube ich, schon tief in der Gesellschaft in breiten Teilen verwurzelt. Also wahrscheinlich auch in linken Kreisen bei einem Harry Graf Kessler. Ja, also das ist ja kein Vorurteil. Er beschreibt das fast, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man sowas sieht, dass man da vielleicht auch neidisch ist an der Stelle. Dass der Neid, also dass man, ich möchte auch so toll international sein und mit den Amerikanern so gut klarkommen, aber ich bin nur ein Wurstverkäufer und mich nimmt keiner ernst. Und wenn man dann mal die Chance hat, Macht auszuüben, weil man in der Partei die Macht hat, freut man sich vielleicht, das Thema richtig zu zeigen, weil man sein Leben lang nicht ernst genommen wurde. Ich würde sagen, eher in die Richtung geht das. Ich habe auch einen spannenden Überlebenden aus dem Holocaust neulich gehört in einem Podcast, und der hat erzählt, wie quasi seine Familie dann 1942 von der SS in Berlin verhaftet wurde und die dann schon das Ticket nach Auschwitz bekommen haben, und die Berliner Bevölkerung hat applaudiert,
dazu. Das wird er, meinte auch, das wird er nie vergessen. Mhm. Sein Vater war Zahnarzt, hat dann seine Lizenz verloren. Die hatten wie ganz viele Kinder und der hatte als Kind Klavier gespielt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele einfach neidisch auch die waren. Er meinte, die hätten eine Riesenwohnung, wo er hätte Roller fahren können als Kind. Und er hat aber erzählt, er hat überlebt, weil seine Mutter war halt eine Deutsche. Ja. Und die Ehepartner der Verhafteten, die haben sich sozusagen an dieser Transferstelle versammelt und protestiert. Und wegen diesem Protest haben die überlebt. Ich wollte es nur erzählen, weil es auch wieder das zeigt, was man aus der Nazi-Zeit lernen kann. Das mache ich gerade einen Riesensprung. Ich finde den Punkt gut. Das hat auch geschrieben, die Banalität des Bösen, von wem war das Buch? Das habe ich auch gelesen. Hannah Arendt, das ist auch ihr großer Ding, was man aus diesem ganzen furchtbaren Holocaust lernen kann, muss sogar, dass damals Widerstand was gebracht hat. Also die haben überlebt, weil die Ehepartner sich gewehrt haben, dass ihre Leute transportiert wurden. Und das war auch so bei den Nazis, wenn man nicht an dem Massenmord beteiligt werden wollte und gesagt hat, ich will das hier nicht, versetzt mich, ist dem nie was passiert. Es gibt keinen Fall, dass jemand da verurteilt wurde, weil er nicht an diesem Massenmord mitmachen wollte. Es wurde keiner wirklich gezwungen, sozusagen, das zu tun. Mhm. Und das ist die Lehre daraus, dass man gegen sowas protestieren sollte. Und nicht nur aus ideologischen Gründen, weil man dann wenn man sich dann eine Biene auf den Grabstein setzen kann, sondern weil es wirklich was bringt. Ja, es gibt auch ein Denkmal zu diesen Protesten. Ich weiß nicht, ob es genau diese waren, die du meintest, wo auch vor einem damaligen Gefängnis protestiert wurde und damit also auch Frauen protestiert haben, dass die Männer freigelassen werden sollen, was auch was gebracht hat. Das hat jetzt auch ein Jubiläum, meine ich, dieses Jahr. Und ich glaube, dass es beim jetzigen Rosa-Luxemburg-Platz wäre. Bin mir da nicht sicher. Ich werde die Folge auf jeden Fall verlinken. Das ist ein WDR-Podcast, die halt Zeitzeugen interviewen, solange man so nur interviewen kann. Mhm. Sehr gut. Und das hat mich echt, weil der war 90 Jahre alt, Berliner, hat er auch einen Berliner Akzent und der hat mich echt bewegt. So allein wie er beschrieben hat, dass die Leute applaudiert haben, als sie abtransportiert haben, die SS. Also 1942, das fand ich. Also mir ist es unter die Haut gegangen. Und man lernt auch wirklich was draus. Weil man weiß nie, was passiert. Und man kann aus der Vergangenheit viel lernen. Gut. Dann der Eintrag vom 11. Mai 1918. Hier schreibt er über den generellen Zerfall der Gesellschaft im Kriegserlebnis. Der Krieg zeitigt überall in allen Ländern eine jetzt immer mehr spürbare ethische Zersetzung. Die Atmosphäre Europas wird allmählich die eines Leichenhauses. In einer Zeit, wo Deutschland vom Kanal bis zum Don, von Finnland bis Persien als Sieger steht, wird das deutsche Leben zwischen diesen mehr als napoleonischen Kriegsgrenzen immer kleinlicher, bespitzeter, anormaler, immer tödlicher gelähmt von giftigen, unnatürlichen, ethischen Gasen. Wir werden ebenso wie die anderen Völker durch den langen Krieg moralisch ausgehöhlt. Die bosartige, krankhafte Natur des heutigen Zustandes trifft in dieser Vergiftung deutlicher zutage als selbst in den schweren Lebensopfern an der Front. Das hat Tolstoi in Krieg und Frieden nicht geschildert. Eine Anspielung auf Tolstoi sogar. Ja, der gebildete Harry Graf Kessler. Er weiß viel, kann viel und zeigt es auch gerne. Ja, er zeigt das gerne. Ah, ich glaube, er sieht sich auch gerne morgens immer gerne im Spiegel. Ich denke mal, die Aussage ist halt die, das haben die Romane nicht geschildert, wie schlimm es werden kann. Ja, ist eine gute Erkenntnis. Ist eine gute Erkenntnis. Kann man auch für sich draus mitnehmen, ne? Und was schreibt denn der Harry Graf Kessler noch so? Ja, und zwar, er hat guten Kontakt zur französischen Regierung aufgebaut. Und schreibt wirklich 3 Seiten über die Gesamtkriegslage. Ah, das ist wirklich sehr, sehr lang. Wobei ich den französischen Star jetzt an der Stelle über... Wie, was, den willst du nicht mitmachen? Nee, den würde ich jetzt überspringen. Der ist auch sehr viel französisch. Das ist auch einer der Gründe darum. Was ich damit interessant finde, dass quasi die in der französischen Regierung damit rechnen, dass die Amerikaner auf jeden Fall entscheidend den Krieg verändern. Nur es lasse sich schwer der Zeitpunkt bestimmen, wann ihre Hilfe mit Ü wirksam werden würde.
Da aber der Krieg noch lange dauern würde, voraussichtlich noch 3 bis 5 Jahre, so würden sie zweifellos eingraben. Also die Amerikaner sind jetzt noch nicht signifikant, ist die Aussage. Man weiß nicht wann, aber wir haben ja eh noch 3 bis 5 Jahre Mordor. Und in dieser Zeit wird die Amerikaner doch wichtig werden. Und dann kommt der spannendste Teil aus diesen letzten 2 Wochen aus dem Leben von Harry Graf Kessler. Und zwar, er trifft sich bei Zuckerkandel im Hotel Schwert. Die Zuckerkandel, die habe ich gefunden, auch im Internet habe ich recherchiert, ist eine Baronin von Zuckerkandel selbst. Ich habe das alles furchtbar falsch ausgesprochen. Ist aber eine Schriftstellerin und Künstlerin aus Österreich. Und er berichtet, dass er sie getroffen hat, dass sie leidend war, ganz eingehüllt in weiße Spitzen und Hüll. Und sie bringt das Neueste aus Wien. Wie gesagt, Treffen im Hotel Schwert in Zürich am 13. Mai 1918. Und was sie erzählt, das ist sehr, sehr interessant. Und zwar, sie sagt, dass die Briefaffäre und der Stoß des Außenministers eine antidynastische Bewegung heftigster Art hervorgerufen hat, die bis in das Hochadel von Österreich-Ungarn reicht. Also ich meine, der deutsche Hochadel in Wien, das sollten ja die Habsburger Treuesten, der Allertreuesten überhaupt sein. Größere Fans der Monarchie, ja, darf es ja gar nicht geben, weil das sind ja die, die total das tolle Luxusleben da in Wien führen, weil dieser Habsburger Staat existiert. Jetzt müssen wir nochmal kurz Hintergrundinfo machen. Die Affäre, von der wir reden, ist die, über die wir auch schon vorletzte und letzte Folge geredet haben, die Sixtus-Affäre. Da gehe ich aber auch gleich nochmal drauf ein, weil ihr geht es jetzt nochmal Stück für Stück durch. Ne? Gut, dann geh da drauf ein. Und zwar, also dieser Hochadel hat ganz offen sogar über die Absetzung des Kaisers verhandelt. Das Vertrauen ist sozusagen verloren, weil Ursache Sixtus-Affäre. Jetzt kommen wir nochmal zu. Er schreibt, die Zeitung bringe nichts über die Angelegenheit. Und zwar, es ging ja darum, dass Sixtus von Bourbon-Parma, ein belgischer Hochadel, ein Bruder seiner Frau, ist zum französischen Präsidenten und hat ihm den Brief gegeben, dass halt Österreich-Ungarn bereit wäre, sozusagen beim Frieden zu unterstützen. Mögliche Ideen wäre, dass man doch Elsass-Lothringen an Frankreich geben könnte. Klingt erstmal nicht so dramatisch, aber es fiel halt auf, dass sozusagen Sachen, die im Deutschen Reich wichtig waren, da versprochen wurden an Frankreich, ohne dass die Deutschen davon was wüssten, und Sachen, die Österreich-Ungarn wichtig waren, nicht Bestandteil eines möglichen Friedens waren. Also es geht halt nicht, dass man, wenn man im Krieg, mit dem man verbündet ist, sich mit dem Gegner trifft. Und hinter seinen Rücken, hinter des verbündeten Rückens, Filetstücke vom Verbündeten ihm anbietet. Ja, das ist halt ein No-Go. Er sagt, die Kaiserin und die Kaiserin sind vollkommen zusammengebrochen. Der Kaiser versuchte zunächst, dem Außenminister gegenüber in Abrede zu stellen, dass er überhaupt jemals einen Brief an den Prinzen Sixtus geschrieben habe. Kurz darauf gestand der Kaiser aber dem Außenminister, dass er tatsächlich an diesen genannten Prinzen geschrieben habe, indessen sei der Inhalt des Briefes aber rein familiär gewesen. Schließlich muss der Kaiser die Wahrheit zugeben, worauf der Außenminister in der schroffsten Form seinen Abschied verlangte und auch sofort erhielt. Weil der Außenminister wusste davon auch nichts, und das ist auch für den ganz schlecht, wenn der nicht ernst genommen wird. Ne? Ja. Der Kaiser ließ gleich darauf den Obersthofminister Konrad Hohenlohe zu sich rufen und sagte ihm, der Außenminister habe in einem solchen Ton seinen Abschied verlangt, dass er keine andere Erklärung dafür habe als eine schwere nervöse Erkrankung. Konrad Hohenlohe soll darauf dem Kaiser gesagt haben, wenn der Außenminister krank ist, so leide ich an derselben Krankheit. Ist auch so ein richtig schönes, das kann auch nur bei Harry Graf Kessler im Tagebuch stehen. Hohenlohe forderte ebenfalls seinen sofortigen Abschied. Auf Anraten von jemand anderen wurde der Abschied durch einen 3-monatlichen Urlaub verschleiert. Seitdem haben sich der Kaiser und die Kaiserin vollkommen in ihr kleines Haus in Baden, also Baden in Österreich, zurückgezogen und fürchteten sich nach Wien zu kommen. Sowohl der Kaiser wie die Kaiserin sollen fortwährend Weinkrämpfe haben. Der Kaiser sei ein armer junger Mann, der eine Art von Hamlet-Dasein führe, weil ihm eine Aufgabe zugemutet worden sei, die weit über seine Kräfte ging. Über die Ursprünge der Briefaffäre sagte die Baronin Zuckerkandel Folgendes. Und jetzt erzählt ihr nochmal den ganzen Hergang der ganzen Geschichte. Aber das musst du jetzt nicht nochmal. Nein, das machen wir jetzt auch nicht.
Er sagt nochmal ganz interessant, letzten Endes wäre die ganze Intrige darauf hinausgelaufen, dass eine enge politische und möglicherweise auch dynastische Verbindung zwischen Frankreich und Österreich herzustellen, deren Spitze sich notwendig gegen Deutschland gerichtet hätte. Deren Solidität aber von der inneren Solidität Österreich abhängig gewesen wäre. Also er spekuliert sogar, ob die Österreich nicht versucht hätten, die Bourbonen da wieder einzusetzen und dann etwas gegen Deutschland zu schmieden. Der junge Kaiser habe es fertiggebracht, selbst das kaisertreueste Volk, die Tiroler, zu Revolutionären zu machen. Sie wollten jetzt zu Bayern. Man wisse nicht, wie der österreichische Staat weiter existieren solle. Jetzt fahre der Kaiser ins deutsche Hauptquartier, wo äußerst scharfe Bindungen festgesetzt werden sollten. Man traut uns nicht mehr. Zitat Baronin Zuckerkandel. So ein schöner Name. Baronin Zuckerkandel. Und jetzt hat er auch nochmal seitenlange englischsprachige Zeitungsbeiträge hier sozusagen sind hier abgedruckt, weil die hat er diesen Beitrag nahegelegt, weil er ja aus der Presse der Mittelmächte sozusagen nicht erfährt. Und auch diese Zeitungen, die sind so richtig schön. Ich weiß nicht, das ist halt die Frage. Ich werde mal den ersten Satz vorlesen, die ersten paar Sätze aus der Manchester Guardian. Und zwar: It would appear that the Austrian Emperor's second letter is even more interesting than the first. He declares that he is convicted that he will be successful in inducing Germany to make peace, provided that the territorial demands of the Allies are restricted to Alsace-Lorraine. Also genau das. In dem Brief steht eben genau drin, dass er Deutschland zum Frieden bewegen kann, wenn die Anforderungen der Mittelalliierten sich nur auf Alsace-Lothringen beschränken, was Territorien angeht. Und das hat er ja auch alles nochmal abgedruckt, also er hält das auch, wie man sieht, für sehr, sehr wichtig. Deswegen hat er das in seinem Tagebuch auch so viel Raum gegeben. Ja, ja. Es ist interessant, was so ein kleiner Brief für Konsequenzen haben kann. Ne? Genau, es sind nur noch 3-4 mehr Zeitungsartikel. Ich würde dich jetzt nicht bitten, das auch noch vorzulesen. Nein. Und jetzt ist vom 14. Mai ist die amtliche Meldung über den Besuch Kaiser Karls im Hauptquartier. Also Kaiser Karl war jetzt im Hauptquartier. Es habe stattgefunden. Eine herzliche Aussprache und eine eingehende Erörterung aller grundlegenden politischen, wirtschaftlichen und militärischen Fragen, die das gegenwärtige und zukünftige Verhältnis zwischen den beiden Monarchien berühren. Hier ergab sich volles Einvernehmen in allen diesen Fragen und der Entschluss, das bestehende Bundesverhältnis auszubauen und zu vertiefen. Bullshit. Also Friede, Freude, Eierkuchen. Genau, wer es glaubt. Dann hat er noch ein Treffen mit Mussolins, das sind Italiener. Und da war er schon mal, da hatten die sehr, sehr komische Ansichten. Jetzt haben sie, lese ich mal die Prognose vom 18.05.1918 vor, wie der Krieg sich entwickeln wird. Und zwar, der Krieg wäre im Herbst zu Ende. Und zwar, weil die Offensive, die Frühjahrsoffensive der Deutschen misslingen würde. Danach könnte man zu einem Verständigungsfrieden kommen im Herbst. Interessant, okay. Einige der Prognosen stimmen. Also genau, bis auf der Verständigungsfrieden, der passt halt nicht. Und das war jetzt das Leben von Harry Graf Kessler in sehr, sehr kurz. Er hat extrem viel geschrieben. Ja, ich merke schon. Ich habe es wirklich sehr, sehr knapp zusammengefasst. Und er war, wie gesagt, komplett in der Schweiz und damit wäre auch dieser Teil jetzt durch. Und ich übergebe an deinen Totholzteil, Steffen. Gut, kommen wir nun zu meinem Totholzteil. Ich lese mal wieder aus Forgotten Voices of the Great War von Max Arthur. Und ja, ich hatte ja gesagt, dass dieses Buch ist ja so gegliedert, dass wir immer verschiedenste Jahre haben. Er geht es chronologisch durch und hat immer Augenzeugenberichte. Nun habe ich letzte Folge den Rest von April 1918 gezeigt und jetzt im Nachhinein im Lesen ist mir aufgefallen, dass es auch schon stückweise Mai war. Und zwar schon so weit, dass die nächste Stelle im Mai eigentlich die nächste Folge schon betreffen würde.
beziehungsweise die übernächste. Deswegen werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt nicht chronologisch weitergehen, sondern nochmal zurück an den Anfang des Buches von 1914 springen und einfach mal den Kriegsausbruch hier, der hier beschrieben ist, auch nochmal vorstellen, zusammenfassen. Dann fangen wir doch mal an mit zum Beispiel jemand aus Frankreich. Haben wir selten. Ja, und das, also hier steht Robert Pusty, ein französischer Student. Robert. Entschuldige, Robert Pusty. Ja. Und was ich sehr interessant fand, war, wie er beschrieben hat, schon zur Schulzeiten, als er ein Junge war, dass er immer wieder in der Schule erinnert wurde an die verlorenen Gebiete nach dem Krieg von 1870. Da hat schon der alte Bismarck gesagt, dass das eine verdammt blöde Idee ist, Elsass-Lothringen so wegzunehmen. Und das war sogar so weit, dass sie auf Karten die verlorenen Gebiete ausgegraut haben. Also die wurden wirklich markiert. Ja. Das war nicht so, dass du eine Karte hattest, wo drauf dann französisches Gebiet, deutsches Reich, weiß ich nicht, sondern da war wirklich französisches Gebiet, deutsches Reich, ehemals französisches Gebiet. Ja. Und das hatten die ganze Zeit im Kopf und auch als in der Krieg ausbrach, da war er halt Student und auch damals in Diskussionen wurde immer wieder auf diese verlorenen Gebiete, die kamen immer wieder in Diskussion. Also das war wirklich ein tragendes Argument, in diesen Krieg mit einzuziehen, um sich das wiederzuholen und Aberlin zu rufen, als sie in den Krieg rein wollten. Wie beim DFB-Pokal. Ja, ja. Dann hatte ich hier verschiedenste Berichte, auch mit dem Ausbruch von einigen, die werde ich jetzt nicht einzeln namentlich nennen, von einigen jungen Männern, die alle schreiben, dass sie viel zu jung waren, als sie in Großbritannien sich freiwillig gemeldet haben, dass sie teilweise auch schon 16 waren. Und einer von ihnen ist... Ich denke mal, die haben wahrscheinlich systematisch da die Augen zugedrückt, weil sie genau. Dringend Leute brauchten. Es war zum Beispiel so, dass einer von einem Freund herbeigerufen wurde, der sich gerade erst gemeldet hatte und er sollte sich jetzt bitte auch melden. Und dann ist er tatsächlich hingegangen, hat dann eine Schlange gesehen von Tausenden von jungen Männern, wurde von seinem Kumpel dann aber schon abgefangen und direkt nach vorne an die erste Stelle gebracht, also konnte sich vordrängeln sozusagen. Und da war dann ein Offizier, der rekrutierte und auch nach seinem Geburtsdatum fragte, also wie alt er denn sei. Und er meinte, er sei genau 18 Jahre und einen Monat alt. Und da meinte der Offizier, entschuldige, was bitte? Du sagtest 19 Jahre und ein Monat, nicht wahr? Ja, klar. Ja, er hat dann gewusst, was er jetzt sagen soll und meinte, ja, natürlich. Ein anderer wollte sich auch melden und wurde aber wieder zurückgeschickt, weil er nach seinem Geburtsdatum gefragt wurde und dass er bestimmt zu jung sei und wurde halt zurückgeschickt, ist nach Hause gegangen. Die Frauen hatten manchmal so eine, ich habe jetzt vergessen, wie das hieß, so eine Kopfbedeckung, die auch so ein bisschen militärisch aussah. Ich habe es jetzt vergessen, wie es heißt. Das hat er sich einfach mal genommen und ist mit dieser Kopfbedeckung einfach hingegangen nochmal und wurde ohne zu fragen, also ohne nach seinem Geburtsdatum zu fragen, wurde er einfach aufgenommen, weil er jetzt auch dadurch auch älter aussah. Mhm. Ist nach Hause gegangen zu seiner Mutter, hat das seiner Mutter erzählt. Die hat natürlich angefangen zu weinen. Die war wahrscheinlich gar nicht begeistert. Ja, denn er war auch erst 16 Jahre alt. Ja, also mit 16 ist auch echt... Ja. Aber ich glaube, wenn man 16 ist, dann macht man sowas. Also wenn ich vor 100 Jahren gelebt hätte und 16 Jahre alt wäre, ich würde mir so einen Blödsinn auch durchaus zutrauen. Jemand anderes, der auch erst 16 war, was mir sehr nahe ging, fand ich, war Norman Demuth, London Rifle Brigade. Und er sagte, damals, als der Krieg schon ausbrach, gab es diese, also wurden manchen jungen Männern eine weiße Feder in die Hand gedrückt. Ja, damals war man feige. Das haben junge Frauen gemacht. Ne? Das hatten wir schon mal in irgendeiner Folge. Und was er hier auch beschreibt, war noch schlimmer als diese jungen, als diese weißen Federn waren, wenn du als junger Mann einer hübschen jungen Frau begegnete. Ich habe mich gerade verhaspelt. Und sie kam dir entgegen und lächelte dich schon an und grinste dich an und du dachtest, oh, naja, Mensch, die grinst mich an. Vielleicht kommt man vielleicht ins Gespräch. Und dann kommt sie dir näher und guckt auf einmal an dir vorbei, lässt dich links liegen und geht geradeaus und
lässt dich einfach stehen. Und das haben die halt mit Männern gemacht, die keine Armeeuniform anhatten oder keine, überhaupt keine Uniform anhatten, die also noch zu Hause waren und nicht an der Front. Und da sagt er auch, dass das war fast noch schlimmer, als eine weiße Feder in die Hand zu drücken. Und irgendwann stand er an einem Büchershop, glaube ich, war das, und hat in das Schaufenster reingeguckt und da hat ihn auf einmal irgendjemand was in die Hand gedrückt, eine Dame, und das war eine weiße Feder. Ja. Und sie fragte ihn, warum er hier ist und nicht an der Front. Auch toll. Und ja, daraufhin hat er sich gemeldet. Kann ich verstehen. Also ich denke mal, heute kann man sagen, ja, ist doch egal. Aber wir haben ja heute, glaube ich, einen ganz anderen Umgang, was so der eigene Wille und das eigene Recht zur Selbstverwirklichung angeht, als damals. Und ich denke mir, da muss man schon besonders sein, um diesem Druck, diesem sozialen Druck zu widerstehen. Derselbe hat auch nochmal ein paar Seiten später eine andere Geschichte geschrieben von seiner Mutter, die auch mehrere Kinder hatte, und er wurde halt nicht einberufen, sondern hat sich ja freiwillig gemeldet. Ja. Und seine Mutter hat sich mit anderen Müttern immer so getroffen in einer kleinen Runde. Ja. Und hat dann ganz stolz genau, erzählt, wie die Mütter das immer so machen, über ihre Kinder reden und die vergleichen. Ja, ja. Ich würde behaupten, dass es nicht alle machen, aber wahrscheinlich ein Großteil. Und sie hat halt ganz stolz davon berichtet, dass ihr jüngster Sohn, 16 Jahre alt, hat sich freiwillig gemeldet und hat nicht darauf gewartet, einberufen zu werden. Und das kam ganz toll an. Nur was halt nicht so schön war, dass der Nachbarsjunge ein paar Dienstgrade höher war. Und jedes Mal, wenn sie ihn draußen begegneten und er gerade Fronturlaub oder generell Urlaub hatte, zu Hause war, dann hat er halt salutiert. Diesen Nachbarsjungen. Aber da würde ich auch wieder argumentieren, was ist das für eine Denke, ne? Finde ich furchtbar. Naja, und die Mutter fand es halt ganz schlimm, dass sie jetzt den Sohn hat, der salutiert und rangmäßig. Ich finde, da hast du das Konzept vom Muttersein nicht verstanden, aus meiner Sicht. Schlimm, sowas, ja. Fand ich, also, das, ja. So das Ding mit der Fürsorge und sowas, aber egal, ja. Genau, einer dieser Sprüche übrigens, die man bekam, wenn man zu Hause geblieben ist, war einer der Sprüche, hey, warum bist du nicht in Khaki? Mhm. Also für die Form. Dann schreibt Kitty Eckersley. Kitty Eckersley meinte, sie hat ihren Mann kennengelernt, sie haben sehr früh geheiratet, sich ein Haus geholt, gekauft und so weiter, das abbezahlt und hatten eine Perspektive und Pläne. Und irgendwann haben sie von jemandem, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, das müsste ich jetzt nochmal kurz nachlesen, aber jemanden, den sie kannten aus Kanada, der auch in der Armee war und mitgekämpft hat im Ersten Weltkrieg, hat ihnen Theaterkarten gegeben, den beiden. Und dann waren sie dort, im Palace waren sie, und dort war Vesta Tilley, der trat auf. Und sie war sehr, sehr schön gekleidet, sehr schön anzusehen in Silber und Gold. Und auf der Bühne waren auch Armee-Officers, also Armeeoffiziere mit Recruiting-Tafeln, also dass du dich da einschreiben konntest. Und dann haben sie Lieder gesungen, die sehr so, das sind so typischen Rekrut- und Armee-Lieder, die sie gesungen haben. Und diese Dame ging dann auch von der Bühne runter und ging durch jede Reihe, wirklich durch jede einzelne Reihe, und hat alle jungen Männer aufgesammelt, und die sind dann in eine Schlange hinter ihr her und haben auch gesungen, bis sie vor der Kitty mit ihrem Mann waren. Und dann tippte sie ihn auf die Schulter, und beide wussten erst nicht, was zu tun ist, aber er ist dann halt auch einfach so aufgestanden erstmal. Und die sind dann erstmal rausgegangen, also diese Schlange von jungen Männern. Und er hat sich dann daraufhin auch anscheinend, der kam nach Hause und hat sich freiwillig gemeldet. Mhm. Das fand sie furchtbar. Und was noch passierte, weiß man nicht. Das steht hier nicht drin, aber die schreibt immer von Vergangenheit. Sie sagt nicht nochmal irgendwas von, wie er sich machte in der Armee. Also ich denke mal, der wird gestorben sein. Klingt jetzt, also ich meine, wenn man schon so anfängt, man hatte eine Perspektive, so wie du das gerade geschildert hast, klingt jetzt nicht nach einem Happy End. Ja. Weil ich meine, die Perspektive ist ja weg. Die wäre noch da, wenn alles gut wäre. Also das war auch in der Hinsicht Propaganda. Du wurdest dazu gebracht, dich zu melden. Mhm. Und das waren so einige der typischen Geschichten. Und da denke ich, werde ich vielleicht beim nächsten Mal dann auch weitermachen.
Ja, tatsächlich ist das Magnetband langsam zu Ende. Ich meine, das ist auch nicht schlecht. Die werden gezwungen, uns kürzer zu reden. Ja. Also wir, dass wir kürzer reden. Hat auch was, ja. Eine, der fast Eieruhr. Die analoge Laufzeitbeschränkungsmaßnahme. Hat gegriffen. Und damit bis zum nächsten Mal. Ihr könnt in die Zukunft reisen, indem ihr einfach wartet. Aber nochmal danke, Steffen. Ich fand das gut, dass man nochmal so ein bisschen sich vor Augen führt, was für einen sozialen Druck damals da war, dass man sich auch nicht so einfach da ausklinken konnte und seine eigene Insel schaffen konnte und sagt, hier, der Krieg geht mich nichts an. Ja. Ja. Auch nochmal wichtig, dass man sich das in Erinnerung ruft. Ja. Dann warten wir auf die Zukunft. Die 400 Outtakes. Da wir auf Kassette aufnehmen, sind das alles wertvolle Bandzentimeter, die wir hier verbrauchen. Sie hat ihn gefunden, also sie haben mich kennengelernt, meine ich. Entschuldige. Gefunden. Das klingt so wie so ein Hund, den man irgendwie auf der Straße gefunden hat. Ey, das ist ja mein Mann. Ja, du, manche Männer liegen auch auf der Straße. Gut, besonders nach St. Patrick's. Also für Steffen liegt nicht das Geld auf der Straße, sondern für Steffen liegen die Männer auf der Straße. Ja. Ich möchte das nur, egal. Das klingt jetzt irgendwie aus dem Kontext heraus sehr seltsam, aber gut. Ja. Grüße an Fräulein Kleewald an dieser Stelle. Ja, jedenfalls genau.